So, jetzt sind wir wieder da. Ich habe ein bisschen Alchemie gemacht. Ist nicht mehr viel übrig von dem Alchemie-Zeug. Das ist noch übrig. Wir haben 2 Punkte, glaube ich, bekommen in Alchemie, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben jetzt schon 67, ohne uns irgendwie ausgebildet zu haben. Das ist nicht schlecht. Und jetzt gehen wir mal... Ah, das Haus wird hier natürlich total verdeckt von dem Sabinus. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn das Sabinus-Haus jetzt noch in der Lücke wäre, dann wäre Rabenfels perfekt. Naja, wir gehen mal an unser Anwesen rein. Das habt ihr nämlich noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hängt er mich jetzt wieder dafür. Ja, das ist unser Anwesen. Ich finde das ziemlich cool eigentlich gemacht. Halt wie die anderen Häuser in Rabenfels, ne? Ah, wunderbar. Es geht direkt wieder weiter mit Alchemie-Kram sammeln. Gut, wunderbar. Dann haben wir hier noch Säcke. Und wir sind gleich wieder überladen. Na, egal, macht nichts. Wenn man diese Säcke dann hier, werden wir dann für die Alchemie-Zutaten alle benutzen, denke ich. Hier einen Tisch. Aber Ohren. Und eine Hängematte. Coole Sache. Hier eine kleine Theke. Kann man abends ein Bierchen schlürfen, wa? Ah, sehr schön. Und dann oben natürlich noch. Also ich finde das Haus sehr schön. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen schlicht alles, aber ich finde es schön. Da war der Trank. Da muss auch mit. Gut, hier war unser Bett. Dann werden wir jetzt mal hier in den Schrank. Würde ich sagen, kommt die Rüstung. Oder im Schrank kommt jetzt erstmal alles so an Waffen und Rüstung, was wir nicht brauchen. So. Dann hier. Dings, ist das da? Den Gürtel des Herzfeuers tun wir da rein. Wir müssen ja diesen anderen Dings tragen. Die Ebenerzfalle der Hinrichtung werden jetzt auch da reinkommen. Die holen wir dann, wenn wir Fargoth killen wollen, daraus. Das behalten wir. Das nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Die Starim Spitzhacke lassen wir hier. Brauchen wir nämlich nicht, weil wir jetzt nicht mehr aufs, erstmal nicht mehr auf Dingensjagd gehen. Die Tränke werden wir eigentlich alle verkaufen, bis auf ein paar. Chemie mache ich gleich nochmal mit euch dann, aber es ist jetzt nicht mehr so viel gewesen. Dann. Na gut, sind da erstmal die Sachen drin. Tue ich mal hier in die kleinere Kiste mal die Seelensteine rein. Und Azuras Stern behalte ich mal. Weil mit dem können wir dann eine Seele fangen. Notfall und auch direkt verwerten. Ach ja, noch die Bücher. Können wir auch noch da rein. Oh, wir haben auch unseren Anteilsschein. Den müssen wir auch noch einlösen. Genau. Aber jetzt machen wir erstmal Chemie. Was haben wir denn da? Eine Arschkartoffel. Was hat das? Intelligenz, ja. Stärke. Nö. Nö. Krankheitsresistenz, wunderbar. Wie gesagt, ich gucke halt nicht so krass auf die Effekte. Ich kombiniere einfach und wenn sich dann da was ergibt, dann bin ich froh, zufrieden. Namen eingeben, Korkwurzel vielleicht. Pufferfedern vielleicht, nö. Wieder Punkt Alchemie, wunderbar. Okay, damit dürfte nichts mehr gehen. Vielleicht geht ja noch was mit der Kreckenseife.
Oh, das Skript muss jetzt nicht damit kombinieren. Aber das Skript... Wir können noch kurz gucken, ob das Skript muss irgendwie funktioniert. Wunderbar. Gut, dann sind das die Tränke, die wir haben. Wunderbar. Ja, Leute, das ist... Dann werden wir jetzt erstmal hier die Uhren für die Alchemie benutzen. Und Läuferfedern fällt immer mehr an, Leute. Ich muss mal dringend Trammerwurzeln und sowas suchen. Gibt es hier irgendwo zu kaufen, die Trammerwurzeln? Wenn es einer weiß, bitte sagen. Gut, alles Alchemie-Zeug hat reingepasst. Gut, dann auf nach draußen wieder. Das Ansehen finde ich ja sehr schön. Dann noch zu Falco und dann Anteilsschein. Karnes wäre derjenige gewesen, der sich beschäftigt hätte, aber das kann er ja nun nicht. War, ich würde denken, dass ich Constant Artis die Sache annehmen kann. Sucht ihn in der Festung ich aus. Nicht, werden wir tun. Handel. Das gibt mir nicht, aber das brauchen wir nicht. Oh, das wird jetzt wieder eine Ausdauer entziehen. Nö, nö, nö. Das sind meine Tränke hier alle, ne? Ausdauer entziehen, Ausdauer entziehen, Ausdauer entziehen, Ausdauer entziehen, Ausdauer wiederherstellen, Ausdauer wiederherstellen. So, Ausdauertränke brauche ich jetzt nicht. Nein, das war Lebensenergie wiederherstellen. Aber 2 Punkte für 5 Sekunden, das lohnt sich nicht. Infravision, nö. Festigen, 8 Punkte, nö. Licht. Resistenz, festigen, Ausdauer wiederherstellen, Reflexion. Flossen werden wir mal behalten, damit kann man schneller schwimmen. Aber das meiste ist ja hier nur so ein solche Billigtränke. Eisschaden und Frostresse. Ja, Eisschaden für einen Punkt, ey. Das ist doch dämlich. Zucker ist mal... Die werden wir behalten. Ein Federtrank brauchen wir nicht. Gifttränke brauchen wir auch nicht. Wir haben ja... Moment. Einen Krankheitstrank... Ach ne, wir haben ja 100% Resistenz gegen Krankheiten. Wir können ja gar nicht mehr erkranken. Lähmung heilen. Pest können wir ja auch nicht mehr erkranken. Wasseratmung behalten wir auch. Festes Wasser haben wir. Da haben wir Wasseratmung. Oh, da haben wir noch was vergessen. In die Kiste zu tun. Jo, bieten wir eben so an. Gehen wir nochmal hoch. Ja, Leute, ich habe jetzt gerade auch was überlegt. Das ist einfach jetzt sinnig, was ich jetzt gleich machen werde. Vielleicht werden mich einige dafür nicht mehr mögen, aber... Jetzt haben wir hier Flossen und Wasseratmung noch. Hatten wir das? Ach, egal. Wenn wir es mal brauchen, haben wir sie dabei. Ja, und zwar, ich werde jetzt den Stab hier reinlegen und werde ihn dann wieder rausholen, wenn wir einen ordentlichen Seelenstein haben zum Verzaubern. Weil unverzaubert bringt dieser Stab einfach wenig. Und dann kämpfen wir lieber mit dem Streitkolben. Wollte ich noch was machen? Genau, dann markieren wir hier mal den Punkt. Gut, der Punkt ist markiert und dann benutzen wir jetzt den göttlichen Eingriff. Und bums. Ja, Leute, also das war doch mal eine sehr erfolgreiche Session. Die war jetzt auch wieder was länger. Sehr lang, glaube ich sogar. Wir haben... Quests erfüllt, die von uns verlangt waren und haben jetzt, wir sind Verwalter einer Gilde. Anteilsschein. Wir prüfen den Wert, er bringt 9000 Draken. Schein eintauschen. Ich glaube, das Größte, was er erreichen könnte, sind 12.000. Das ist dann irgendwie beim vorletzten Auftrag oder so. Also vor, ich glaube, vor dem Angriff der Skal hat das Ding, glaube ich, den höchsten Wert. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Naja, Leute, mit diesem wunderbaren Ausblick auf die Eisfelderfestung werde ich jetzt diesen Part beenden. Im nächsten Part geht es dann wieder dem Hauptquest zu. Wir sollen nämlich heute Hathor der Stämme und der Fürstenhäuser werden. Was ich dann zuerst mache, weiß ich noch nicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir Feedback, schreibt mir was zu Phagos. Stimmt ab, welche Rüstung ich tragen soll.
Schreibt mir nochmal eure Meinung zum Anwesen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit sage ich Tschüss.